Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Rising World. Ja, ist ein bisschen her, aber es geht weiter natürlich. Ich habe auch hier schon mal ein bisschen weiter gebaut, unseren Kaminraum. Wir haben ja hier unsere Galerie, ne? Das habe ich hier nochmal ein bisschen höher gezogen, diesen ganzen Galerie-Krams. Hier sieht das noch ein bisschen komisch aus, aber vielleicht können wir das dann mit dem Bild abhängen. Aber von außen sieht es so ganz gut aus, ist ja auch wichtig. Und wir haben hier unten dann Möglichkeiten, Bilder aufzuhängen. Na, und das ist ja das Wichtigste, dass wir unten die Möglichkeit haben, Bilder aufzuhängen in diesen ganzen Galeriegängen. Das könnten wir jetzt auch theoretisch alles schon mal soweit fertig machen. Ich muss mal gucken, ich habe gerade, ein Haar auf meiner Maus wahrscheinlich oder sowas. Ha, unser Kamin hier hinten, der sieht noch etwas eigenartig aus. Und da dachte ich mir, dass wir vielleicht mal gucken, weil hier kommt ja das Kaminfeuer rein, ne? Ihr hättet gesagt, hier unten muss ein Rost rein, aber da muss ja eigentlich so ein Kaminfeuer rein. Dann werden wir erstmal nach unten gehen und werden mal gucken, dass wir uns so ein Kaminfeuer besorgen, würde ich jetzt mal sagen. Wir gehen mal runter in unsere kleine Werkstatt, die wir uns hier unten schön eingerichtet haben. Denn wir haben uns ja entschlossen, und da habt ihr auch geschrieben, dass euch das ganz gut gefällt. Moment, wir mal gucken. Ja, wahrscheinlich hier, ne? Crafting, aber wir können auch hier gucken. Rohstoffe, Lichter. Wahrscheinlich müssen wir sogar hier gucken, bei dem Crafting. So, Feuerstelle. So ein Ding brauchen wir ja, ne? Eine, herstellen. Oh, können wir sogar direkt herstellen. 9 Steine und... Ah, okay. Dann machen wir erstmal eine, hätten wir gar nicht runterrennen brauchen. Aber wir können auch gleich mal gucken, wegen den Säulen. Für den Kamin. Machen wir mal Ziegelstein. Wie könnten die aussehen? So wäre eigentlich ganz cool. Das wäre dann wie so ein bisschen verbrannt, ne? Gucken wir uns das mal als Säule an. Mensch, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Das ist ja der Block, den wir auch genommen haben für... Warte mal, ich guck mal, was wir sonst noch so haben. Ja, nee. Sowas könnte man noch nehmen, aber... Als Säule, nein. Das hier als Säule ist schon recht cool irgendwie. Ha. Was haben wir denn noch? Das könnte man noch eigentlich noch als Säule nehmen. Ist auch nicht schlecht. Wir haben Stein, normal, das können wir vergessen. Und Pflasterstein. Sowas als Säule. Nee, ne? Oder? Hör doch mal auf, dich zu drehen. Ja, da muss man manchmal so ein bisschen, so, nee, viel zu bunt, viel zu tigerig irgendwie vom Muster her, ne? Nee, also, das hier ist auch nicht schlecht. Sieht auch irgendwie cool aus. Oder hier sowas Buntes? Nee, ich glaube, mir hat am besten gefallen dieses hier, oder? Das wirkt so ein bisschen, ja, verbrannt, robust. Wir probieren das mal aus. Pass mal auf, wir machen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zylinder. 6 Zylinder. Essen dürfen wir nicht vergessen. Oh, wir müssen ja mal in den Garten und so mal ein paar Tomaten holen. Die sind auch schon wieder nachgewachsen, aber wir müssen erstmal die aufessen, die wir überhaupt haben. Wir haben nämlich hier unglaublich viele Tomaten. Da nicht, aber hier. Wir haben ja alles voll im Grunde. Dann nehmen wir jetzt einmal 32. So, zack, zack. Genug Tomaten. Und schaut mal, wie schön das hier alles wächst. Wir haben ganz viel Baumwolle. Die ist auch schon gewachsen. Können wir mal abpflücken. Ja, die müssen wir dann gleich nochmal abfällen und neu aussehen, ne? Unsere Baumwolle. Aber ich weiß gar nicht, ob wir hier für unseren privaten Gebrauch, gut, als wenn wir hier so eine Fotogalerie haben, werden wir wahrscheinlich für die Bilder ordentlich Baumwolle brauchen, oder? Und die Bilder sind ja sogar kostenlos. Ist ja unglaublich. Naja, dann brauchen wir die erstmal nicht. Und guck mal, Kürbisse sind gewachsen. Die Äpfel stehen in voller Reife. Kirschen. Hier ist alles gleichzeitig reif. Ist ja wie in Tirol hier, ne? Alles gleichzeitig reif. Also wie in den mediterranen Gebieten Europas. Okay. Oder, ich glaube, nee, Teneriffa war das, ne? Wo alles immer gleichzeitig dann auch teilweise reif ist. Weil da immer schönes Wetter ist. Immer perfektes Wetter. So, jetzt gucken wir mal. Ich will euch ja hier nicht zum Wahnsinn treiben. Hier kommt ja unsere Kaminstelle rein, ne? So, passt mal auf. Dann, dann. Hier können wir natürlich auch zwei hinbauen, aber ich glaube, wir bauen eine hin. Wir können die ja setzen. So. Zack.
würde unser Kamin ja schon mal brennen. Wenn jetzt sagen würden, wir machen jetzt hier noch die Säulen. Ist echt gut. Habe ich 9 gemacht oder 6? 6. Ich hoffe, das reicht auch. Ich hoffe, das reicht. Jetzt hier die Säulen machen. So und so. Wird das dann zu eng? Irgendwie schon, ne? Es gefällt mir irgendwie ganz gut, aber irgendwie ist es auch ein bisschen eng an dieser Stelle. Ich glaube, wir nehmen das nochmal weg. Es war eine Idee. Es war ja nur eine Idee. Wir können die vielleicht noch unterbringen. Wartet mal ab. Also das war jetzt noch nicht die optimale Lösung, richtig. Habt ihr recht gehabt. Da habt ihr recht gehabt. Ja, ich dachte mir, es war ziemlich früh am Morgen. Aber wir machen mal wieder ein bisschen Rising World. Haben wir lange nicht. Von daher, ja, sind wir jetzt hier, ne? Seid ihr jetzt hier mit mir? Jetzt essen wir erstmal was. Unser Kamin brennt schon mal. Das gefällt mir schon mal ganz gut. So, wir bräuchten hier, im Grunde so einen Bogen rein, ne? Ein Bogen aus dem Kram. Und es wird gerade dunkel. Damit wir hier so ein bisschen so eine Wölbung haben. Das machen wir mal. Passt mal auf, wir gehen mal runter. Und wir gehen erstmal schlafen, das ist auch ganz wichtig. Ach ja, ich hätte jetzt ja gedacht, dass jetzt zu Halloween irgendwie dieses Special rauskommt. Wir schlafen erstmal. Also nicht das Special. dass da die Dungeons rauskommen, ne? Habt ihr auch mitgerechnet, oder? Hätte ja gut gepasst. Wäre cool gewesen, hätten wir jetzt schon mal losziehen können. Aber naja, wir sind geduldige Menschen. Wir sind das Warten gewöhnt. Und wir geben diesem Spiel alle Zeit, die es braucht. Und essen dabei Tomaten, natürlich, klar. So, passt mal auf. Unseren Stein, Favoritenstein, den hier. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen einmal so einen gewölbten. 1, 2, mindestens 3, 4 machen wir davon mal. Dann bräuchten wir nochmal so einen schrägen, würde ich sagen. Machen wir gleich immer mal ein paar mehr. Machen wir auch mal 4, 5. So ein Stufenstein. Sowas hier. Machen wir auch nochmal 4. So, haben wir erstmal ein bisschen was zum Arbeiten. Ah, unsere Schweine. Hey. Hallo, Schweini, seid ihr immer noch im Wasser? Das sind... Wo sind die? Die Meerschweine. Sind die weg? Ich höre die doch aber. Meerschweinchen. Meerschweinchen? Die grunzen noch aber hier. Da ist es doch. Warum sind die jetzt? Meerschwein? Okay. Ja, die graben sich ab und zu mal ein anscheinend. Machen die Winterschlaf? Ja. Treibt mich nicht in Wahnsinn. Meerschweinchen. Hat sich im Schlamm eingebuddelt, ne? Das machen Schweine sehr gerne. Buddeln sich mal im Schlamm ein. Kleiner Huster, ist noch viel zu früh zum Aufnehmen eigentlich, aber ich dachte, ach, nutze die Zeit und nimm mal eine Runde auf, Junge. So, passt mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen mal diesen Bogen hier. Man muss immer viel rumexperimentieren. So, dann drehen wir den nochmal hier, so. Und dann könnten wir jetzt ja theoretisch sagen, dachte ich mir so, wir nehmen von diesen Dingern mal welche. Und machen uns hier so ein bisschen so eine Kaminoptik hin. So. Zack. Seht ihr, dann haben wir hier nämlich so einen breiten Steg. Das passt nämlich ganz gut. Und hier auch noch. So. Und den hier, warum ist der hier so? Können wir doch eigentlich auch nach hinten durchziehen. Und hier haben wir einen Block sitzen. Ne? Den nehmen wir den Block hier wieder weg, weil auf der anderen Seite gefällt mir das, glaube ich, besser. Das dauert so ein bisschen mit so einem Kamin. Das ist nicht eben mal gemacht, ne? Ah, da muss man sich schon ein bisschen Zeit lassen. Nein, keinen gewölbten, sondern so einen. Da könnte man jetzt stundenlang tatsächlich auch rumexperimentieren. Aber das wollt ihr ja nicht. Wollen wir ja nicht. So. Wie machen wir das jetzt da oben? Da wollen wir es ja eigentlich gerade haben, ne? Weil hier ist ja unser Kaminschlot. Das heißt, wir müssten theoretisch eigentlich einen geraden Knöpfchen machen. Aber nicht den, sondern jenen. Oder wir setzen da eine Stufe hin.
Passt mal auf, das geht nämlich auch. So, jetzt drehen wir die Eimer. So, ne? Ja. Ja. Gut. Hier hinten. Wir können natürlich auch die Säulen hier hinten hin machen, ne? Ganz hinten im Kamin. So gefällt mir das nämlich schon eigentlich ganz gut. Hier oben, das hätte ich... Ja, doch. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Wie es jetzt ist. Hm. Hier an den Seiten könnte man das natürlich jetzt auch noch ein bisschen abschrägen oder abwellen. Dass man den noch ein bisschen sanfter gestaltet einfach. So ist er jetzt sehr schroff im Grunde. Das heißt, wir könnten jetzt hier oben sagen, das sieht ja immer gut aus, sowas, ne? Jetzt hier oben sagen, tätten. Oder ist er zu bollerig so? Entschuldigt bitte, ist einfach noch zu früh, aber ich dachte, es ist jetzt so lange nichts mehr rausgekommen bei Rising World, jetzt musste aber mal wieder. So und so, passt mal auf, wir können das auch so machen. Dass wir jetzt hier das einfach so ein bisschen noch welliger gestalten. Das gefällt mir immer ganz gut. Aber nee. Nee, das aber nicht. Da würde ich jetzt eher sagen, pass mal auf. Pass mal auf, Junge. Den mal weg und den mal weg. Das ist schon gar nicht so schlecht hier, aber hier nehmen wir jetzt mal die anderen Schrägen. Die hier. Da haben wir nur noch eine von. Verdammt. Ich muss mal unbedingt einen Schluck trinken. Hm. So, besser. Eine. Und dann können wir ja sagen, das Ding hier. Hier oben drauf. Mal gucken. Man muss immer mal wieder gucken. Ja, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Wenn wir das jetzt auf beiden Seiten haben, sieht das bestimmt ganz gut aus. Hm, wir gehen nochmal kurz runter und holen uns nochmal eben ein paar Schrägen. Hinunter, Gunther. Wir hätten natürlich jetzt auch noch eine dritte Steinsorte nehmen können, aber er soll ja schon auch so ein bisschen robust sein, unser Kamin. Okay, passt mal auf die hier. Da machen wir jetzt nochmal 10 Stück von, oder 12. Und dann wollte ich ganz gerne noch so ein Gitter da reinbauen. Geht das? Wir haben noch hier noch so, das ist das Lüftungsgitter mit Gittermetall. Das nehmen wir auch mal mit. Genau, und hiervon brauchen wir dann wahrscheinlich noch einen zweiten Elchkopf. Um den dann, ob wir den an den Kamin hängen, das wage ich noch zu bezweifeln. Also das weiß ich noch nicht. Das kann ich so noch nicht sagen. Man hört die Schweine bis hier oben her. Ja, sehr gut. Hier müssen wir hoch. Ja, das sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Hm, wenn man hier so kommt. Lass uns das mal hier auf der Seite auch machen. Der Seite machen wir das jetzt auch mal. Die beiden weg. Den einen lassen wir so rausstehen. Und hier machen wir jetzt so Schrägen hin. Da haben wir jetzt ja 12 Stück von gemacht. So, und... Ja, oder man... Ich weiß, ich bin unmöglich. Ich bin unmöglich. Aber, wie schon gesagt, ausprobieren geht auch ein bisschen über Studieren. So. Oh ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir besser als das hier auf jeden Fall. Es wirkt so ein bisschen natürlich. Ja, ich nehme auch den Hammer. Dann können wir das ja alles wieder, ihr wisst schon. So, und drehen wir einmal. So, dann ist das so ein bisschen angepasst, wisst ihr? Dann könnten wir das doch hier eigentlich auch so machen, um diese Säule noch ein bisschen hervorzuheben. Passt mal auf. Machen wir hier noch jetzt wieder einen Stein hin, müsst ihr wahrscheinlich, ne? Gut, dass wir die nicht kaputt gekloppt haben. Ein Stein hin. Dann... Ja, das kann man so lassen. Machen wir das nämlich jetzt doppelt gemoppelt. Das ist immer gut. Hier kommt jetzt auch noch so eine Schräge ran. Und hier käme jetzt auch noch ein... ihr wisst schon, ne? Machen wir auf der anderen Seite auch.
Machen wir auf der anderen Seite auch. Das gefällt mir gut. Du kommst mal ganz kurz weg. Hinfort mit dir. So, dann kommt da ein Stein hin. So. Eine Schräge dran. So. Und dann oben Bogen, ne? Auf beiden Seiten. Hier, das lassen wir, glaube ich, gerade. Das lassen wir, glaube ich, gerade. So gefällt mir das schon eigentlich ganz gut. Wir brauchen jetzt die Bögen. Wo haben wir sie denn? Haben wir die schon wieder alle verbrezelt? Ach, verdammt. Wieder runterrennen. Bogen holen. Man kann nie genug Material dabei haben. Aber so ein Kamin aufstellen, das dauert ja auch immer. Hat bei mir auch ganz schön lange gedauert. Zu Hause. Aber was lange wert wird, wird wert endlich gut. Nein, kein 64. So viel brauchen wir davon nicht. Aber hier so ein paar wenigstens, ne? So. Nicht zu viel, bloß nicht zu viel machen. Da müssen wir wieder Stein abbauen gehen. Müssen wir sowieso bald wieder. Da könnt ihr ja mal schreiben, arg, was für ein Thema ihr da euch so vorstellen könntet. Ich renne mal falsch, ne? Das finde ich eigentlich ganz cool hier mit diesen Durchgängen. Und jetzt hier unser Kaminofen hier hinten. Der wird gleich noch schicker. Wenn wir da jetzt die Bögen noch anbauen und dann ist der auch schick, glaube ich. Ich glaube, man kann da ziemlich lange dran rumwuseln, ne? An so einem Ofen. So, haben wir das jetzt, ne? Das ist doch eigentlich schon ganz genial. Und hier auch nochmal gedreht und so, zack. Da haben wir nämlich hier unseren schönen Kaminschlot. Dann ach, hier fehlt noch ein Stein, okay. Dann setzen wir jetzt mal das Gitter rein. Mal sehen, ob das passt. Zwei Stück haben wir davon sogar. Können wir das auch hier irgendwo hinsetzen? Das würde mir eigentlich ganz, das würde ich eigentlich ganz gerne hier so hinmachen. Bis da. Weil hier vorne ist zwar auch ganz nett. Hier vorne wäre es halt auch ganz nett. Aber eigentlich ein bisschen hier tiefer wäre besser, ne? Hier so. Da müssen wir auch zwei von haben dann. Ich mach mal Gitter an. Ah, so ist doch geil. Wenn wir es jetzt so halb versenken. Boah, das war falsch. Nein. Nein, nein. Nein. Ach, kann ich das jetzt nicht feststellen so? Hä? 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 Und wir machen so hier hin. Das ist schon mal ganz cool eigentlich, finde ich. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann ist, haben wir hier so ein kleines Vorgitter, ne? Ja, und dann müssen hier an den Seiten noch so kleinere Gitter hin. Okay, und der Kaminschacht geht ja weiter so hoch. Das ist ja richtig. Da hinten, das gefällt mir eigentlich noch nicht, dass hier die Steine so reinragen in den Kamin. Passt mal auf. Das müssen wir auch noch ändern. Ah, oh, verdammt. Wir fummeln diese Folge mal nur am Kamin rum. In der nächsten Folge versprochen. Machen wir dann auch was anderes. Was völlig anderes. Und nun etwas völlig anderes. Ihr kennt das ja. So, wenn wir, das müssen wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen rund machen. So, einmal drehen. Zack, zack. Ja, besser. Und da ist der Schlot, das passt ganz gut. Und das Lied ist immer so unglaublich laut. Warum tust du das, du Lied, du? Guck mal, so ist das doch schon schick, oder? Gefällt euch das nicht auch? Ja, doch. Doch, 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 doch. So kann man das lassen. Und hier hinten könnte man natürlich jetzt irgendwas Cooles hinmachen. Irgendwie so eine Kaminplatte wäre cool, ne? Die jetzt hier hinten drinne wäre. Kann man das Feuer eigentlich wieder wegnehmen? Kannst den Ofen nicht aufheben. Nein, das geht nicht. Hier an den Seiten. Da müsste jetzt irgendwie noch was hin. Mein Gott. Ätzend, wenn einer immer so Perfektionist ist, ne? Bin ich ja gar nicht, aber es ist schon noch ein bisschen ätzend. Ich geh mal runter.
Haben wir denn da nicht noch irgendwelche coolen Sachen? Holz. Ja, aber Holz passt da überhaupt nicht hin. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Nee, wir können da kein Holz nehmen. Wir haben hier noch kleine Gitter. Wie viel haben wir denn da? Eins. Da müssen wir uns nochmal welche machen. Das ist doch nun mal so. Passt mal auf. Bauelemente, Gitter, Geländer. Die waren das doch, glaube ich. Geländer, Gitter. Gitter, die hier, ne? Aber nicht schwarz machen oder hier so ein bisschen angelaufen. Da machen wir uns jetzt nochmal eins, zwei. Zwei brauchen wir davon, ne? Hat die gesagt. Gut. Nochmal hoch. So langsam müsste ich den Weg eigentlich kennen. Zum Kamin. Das hier sind übrigens auch Stufen, ne? Seht ihr ja hier. Das ist ein so eine gedrehte Stufe. Gedrehte Stufe, ja. Das beiseite. Die brauchen wir jetzt. So. Oh, die sind ja so groß. Warum seid ihr denn so groß? Das könnten wir hier hinten schön dran machen, ne? Hinten an die Wand. So als... Wisst ihr, wie ich meine? Ist das so mittig? Das ist schon cool. Ich habe nur zwei gemacht, ne? Ich habe nur zwei gemacht. Das hier, wenn wir das hier hin machen würden, wäre auch cool. Ah, nee, Freunde. So geht's nicht. Oh, doch. Guck mal, wenn wir das hier so an die Wand ran machen würden. Wisst ihr, wie ich meine? Ging noch eben, warte. Nee, da soll schon die Steinoptik bleiben. Das können wir so lassen, auf jeden Fall. Und hier brauchen wir kleine Gitter. Nicht so riesen Okolyten-Dinger. Können wir die nicht auch, nee, da brauchen wir kleine Gitter. Das gefällt mir ja schon mal ganz gut so. Dann lassen wir das erstmal so. Wir könnten natürlich sagen, wie viel haben wir hier? Drei, ne? Oder? Warte mal, beim Block nehmen. Hier haben wir drei. Man könnte jetzt auch sagen, pass mal auf, ich mach das mal ganz kurz. Vielleicht sieht das ja echt besser aus. Keine Panik auf der Signal Titanic, die kommen gleich wieder hin. Also andere. Wir haben doch hier noch die Dinger. Wie sieht denn das aus, wenn wir das so machen? Yes! Na, das ist es doch, oder? Da hinten so ein angeaschtes, verrußtes, sagt man. Genau, verrußtes Gitter. Das ist doch sehr cool. Dann können wir ein Gitter könnten wir eigentlich noch hier oben irgendwie so hinmachen. Ist das, wie ich meine? So. Einfach nur, um optisch nochmal ein bisschen aufzulockern. Das Ganze. Wie findet denn das? Wie findet ihr denn das? Ja, wie finde ich denn das? Ja, oben das ist ein bisschen blöd, ne? Ich kann das wieder nicht wegnehmen, ne? Verdammt. Bing, 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 bing. So, fort mit dir. Nee, so ist besser. Habt ihr recht. Hier oben kommt ein Elchkopf hin. Auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall ein Elchkopf hin. Und dann haben wir hier unser Kaminzimmer. Und da machen wir in der nächsten Folge. Richten wir das auch nochmal ein bisschen ein. Machen hier den Block rein. Und stellen hier ein paar schöne Sofas hin und sowas. Hier kommt ein Fenster rein. Und da kommt die zweite Etage drauf. Alles wird wunderschön in der Rising World. Unser Kamin ist so, ja. Gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Man könnte hier nochmal so ein bisschen... warte mal. Man könnte jetzt noch sagen, dass man hier so mal so ein Element reinmacht. Moment. Dass man hier nochmal den Schornstein dann so ein bisschen absetzt. Indem man da jetzt einen anderen Stein reinmacht. Zum Beispiel... Den hier, ne? Hatten wir da. Wenn hier jetzt sagt, man macht hier jetzt nochmal den Stein rein, damit das nochmal ein bisschen abgesetzt ist. Wisst ihr? Fände ich eigentlich ganz genial. Eigentlich so. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Also, liebe Leute, ich sage, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal hier aus vom schönen Goldseestrand. Euer Opa Zeron.